Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute diesen fantastischen Einkaufsbeutel Calliope zeigen. Der ist von Tina Blocksberg. Der ist eben in dieser Tasche verstaut und wenn ihr den aufhaltet, habt ihr einen wunderbaren Begleiter zum Einkaufen. Viel Spaß damit! Hier findet ihr das Schnittmuster. Das ist die Startseite von Tina Blocksberg, von dem Blog, und hier erzählt sie, was sie so alles näht. Dann hat sie bei einem Stoffwichteln mitgemacht. Das ist das, was sie zugeschickt bekommen hat. Und ich meine, sie muss da auch was draus nähen. Da bin ich tatsächlich total gespannt, wie sie die drei Stoffe da unterbekommt. Hier hat sie eine süße Mütze gemacht. Also, da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Dann gibt es eben hier E-Books, Tutorials und da tauchen diese schönen Sachen auf. Da gibt es einmal eine Tasche für Handys, E-Book-Reader, Tablets. Dann gibt es einen Taschenorganizer und hier ist unser Einkaufsbeutel Calliope. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr direkt auf die Anleitungen. Das sind tatsächlich gleich drei Stück. Also erstmal ist hier das E-Book mit dem Schnittmuster, wenn ihr es dann benutzen möchtet. Es gibt hier eine Faltanleitung als PDF und es gibt sogar ein Video dazu, wie ihr das am besten zusammenfaltet. Und es gibt auch eine Facebook-Seite und wer da nichts mehr verpassen möchte, wenn da was Neues auf den Markt kommt, der lässt ein Gefällt mir hier und dann seid ihr hier auch auf dem neuesten Stand. Ihr könnt natürlich auch einfach den Blog abonnieren und das geht natürlich auch. So, dann gehen wir mal an den Nähtisch. So, hier seht ihr die einzelnen Teile, die ihr braucht. Das ist einmal Außen- und Innenstoff, jeweils zwei Teile. Hier oben ist die Aufsatztasche. Ich habe das Knitpapier genommen. Das ist verhältnismäßig dicker und stabil. Wenn ihr dünnen Baumwollstoff nehmt, könnt ihr da auch Flieseline H250 drunter bügeln. Dann habe ich hier den Stoff für die Träger und ein Stück Endlosreißverschluss. Und es geht los mit den Trägern. Faltet ihr der Länge nach links auf links zusammen, bügelt da einmal drüber, dann habt ihr hier ja die Bügelkante, faltet das wieder auf und legt die beiden Seiten zur Mitte, bügelt da wieder drüber und faltet das dann zusammen. Dann habt ihr so einen Streifen, das macht ihr natürlich mit beiden Trägern. Jetzt wird an beiden langen Seiten, also rechts und links, knappkantig einmal abgesteppt. Ganz normaler Geradstich, ganz normale Einstellung. Das sieht dann so aus. So, dies ist mein Reißverschlusstäschchen. Das ist das, wo nachher die ganze Tasche drin verschwinden soll. Ich habe meinen Endlosreißverschluss und ich habe mir die Mitte gesucht. Die rechte Seite, das heißt die schöne Seite, liegt oben. Jetzt nehmt ihr euren Reißverschluss. Der muss nicht so lang sein. Ich will ihn aber jetzt auch nicht vorher schon zerschneiden. Die Zähnchen gucken nach unten. Hier ist die Mitte. Ich gehe etwa 4 cm darüber, lasse das hier stehen und klammer mir das hier schon mal fest. Jetzt kommt hier die Ecke. Da mache ich, das kann man ja gut sehen, wo die jetzt kommt, da mache ich einen Schnitt, der etwa einen halben Zentimeter lang ist. Dann kann ich den gleich wunderbar so um die Ecke legen. So, wenn wir jetzt nähen, dann lassen wir den ganz normalen Fuß in der Nähmaschine. Ihr braucht keinen Reißverschlussfuß nehmen. Dann habt ihr nämlich genau die halbe Fußbreite als Abstand. Das passt ganz gut. Ihr fangt an 1 cm hinter der Mittelmarkierung. Also ich fange jetzt hier an zu nähen, verriegel das, nähe hier rum, bis einen halben Zentimeter vor die Ecke. Dann kann ich das hier rumdrehen. Ich habe zwei Schnitte gemacht, könnt ihr sehen, ich habe das nicht gleich richtig getroffen. Und nähe dann hier weiter rum. Ich zeige euch das. So, ich habe das jetzt nur runtergelegt, die Nadel eingesenkt bei 1 cm von hier aus eben vor der Mittelmarkierung. Fange jetzt an hier zu nähen. Und zwar so, dass der Fuß hier am Rand ist. Ich gucke nochmal.
Am besten markiert ihr euch jetzt den halben, also hier ist der Rand, könnt ihr sehen, und ich markiere mir jetzt den halben Zentimeter vom Rand entfernt hier auf dem Reißverschluss. Und bis dahin nähe ich auch. Die Nadel lasse ich im Stoff stecken, mache das Füßchen hoch, drehe mir den Stoff, kann durch den Schnitt den Reißverschluss wunderbar umklappen, senke den Fuß wieder ab und nähe weiter. So, wenn ihr abschätzen könnt, wo eure Ecke ist, dann könnt ihr da wieder einen Schnitt machen. Ich hoffe, dass ich es diesmal richtig mache. Ich markiere mir wieder den halben Zentimeter zur Ecke. Nadel wieder im Stoff lassen, Füßchen hoch. Das mache ich jetzt auch mit dieser Seite und natürlich auch mit der letzten schmalen Seite. Und ich zeige euch dann, wie es weitergeht. So, jetzt sieht es so aus. Jetzt fehlt eben noch dieses Stück. Könnt ihr sehen, ich habe mir das nochmal zurückgeklappt. Es wird wieder bis 1 cm vor die Mittelmarkierung genäht. Also das ist meine Mitte. Bis hierhin nähe ich den Reißverschluss fest und lasse den dann auch so 4 cm überstehen und kann den Rest dann abschneiden. So, jetzt wird der Futterstoff da drauf genäht oder der Innenstoff. Ihr legt einfach den Stoff mit der schönen Seite da drauf. Steckt das rundherum gut fest. Wie sieht das zusammengeklammert aus? Da oben, wo die Reißverschlussenden rauskommen, lasst ihr die Wendeöffnung von 10 cm. Das heißt, ich fange jetzt etwa hier an zu nähen, verriegel das, nähe ganz rum, bis ich hier wieder ankomme und verriegel hier wieder. Und ich nähe von dieser Seite, weil ich hier die Naht gut sehen kann, die ich schon gemacht habe. Und ihr müsst jetzt entweder direkt auf der Naht nähen, die ihr schon genäht habt, oder, wenn ich von hier aus drauf gucke, knapp rechts daneben. So sieht es bei mir aus. Das kann man ganz gut erkennen, weil der Faden sich so schön abhebt. Jetzt schneide ich mir nur an den Ecken einmal die Nahtzugabe ein bisschen zurück. Also quer zur Ecke. Die Naht dürft ihr natürlich nicht verletzen. Und wende das Ganze. Sieht so gewendet aus. Ist nicht ganz einfach mit Snap-Pep, aber es geht. Und jetzt gehe ich hin, und das macht ihr auch, wenn ihr mit Baumwolle oder so arbeitet, also mit allen anderen Stoffen, und bügelt euch die Nahtzugaben richtig schön in die Mitte, damit die nachher nicht stören. Ich habe meine Tasche jetzt außen. Ich zeige euch das jetzt mal mit falsch rumgedrehtem Zipper, weil es so einfacher ist. Das sind meine beiden Teile. Das da draußen ist der Außenstoff. Und ich habe auf der rechten Seite ein paar Zähnchen abgeschnitten. Jetzt ziehe ich den Zipper auf, und zwar eben falsch rum, also einfach ein kleines Stück, stecke dann das zweite Teil daran und dann treffen sich die Stoffe unten wieder. Dann kann ich die hier festhalten, kann das ein Stück ziehen. Drehe das jetzt so durch, dass der Zipper beim Außenstoff ankommt und der Rest zwischen den Stoffen landet. Und dann kann ich das einmal Probe schließen. Und dann sollten die Ecken schon schön aufeinandertreffen. Wenn das jetzt nicht ganz geklappt hat mit den Ecken, dann müsst ihr den Zipper nochmal abmachen und um einen halben Zentimeter oder wie viel das eben ist, den nochmal verschieben. So finde ich das schon mal ganz schön. Jetzt machen wir das wieder auf und jetzt wird das an der Tasche befestigt. So, jetzt wird die Außentasche auf einem der Außenstücke der Tasche befestigt, und zwar mittig. Ihr könnt das mit einem doppelseitigen Klebeband machen. Ich habe mir jetzt einfach zwei Nadeln gesteckt und halte die so fest. Und jetzt wird die festgenäht. Bei mir ist das der braune Stoff, also auf dem Stoff. Möglichst dicht am Reißverschluss anfangen, das sind so etwa 1,5 cm davor. Und dann knapp kantig einmal drumherum nähen, bis es nicht weiter geht. Also auch etwa 1,5 cm vor dem Ende müsst ihr wieder aufhören, weil der Fuß dann natürlich nicht weiter kann. Das sieht jetzt so aus. Ich habe bewusst das blaue Garn genommen, weil ich den Kontrast mag. Jetzt ist hier oben ja das kleine Stück offen, wo wir nicht hinkamen mit unserem Füßchen.
Das heißt, wir öffnen den Reißverschluss jetzt so ein ganz kleines Stück, oder wir schließen ihn, sehen aber zu, dass möglichst viel von den Endstücken im Stoff bleibt. So ganz einfach. Also müsst ihr das ein kleines Stück hier rausziehen. Vielleicht reicht das schon. Jetzt bauen wir uns ein Reißverschlussfüßchen in die Nähmaschine und schließen diese Naht. Also der Reißverschluss wird nicht geschlossen, der wird hier einfach so ein Stück rausgezogen. Und zwar nur so weit, wie ihr braucht, um mit dem Fuß dran vorbeizukommen. Sieht die Außentasche jetzt aus. Jetzt kommt das zweite Außenteil dazu. Das liegt ja rechts auf rechts da drauf. Klammert oder steckt euch das rundherum fest und näht, fangt hier oben an, verriegelt, näht hier runter, darüber, da wieder hoch und da wieder verriegeln. Die obere Kante bleibt natürlich ab. So aus. Da oben ist die Öffnung, hier unten geht es weiter und zwar bauen wir einen kleinen Boden ein. Dazu nehmt ihr die Stoff, zieht die auseinander und zwar so, dass die Nähte aufeinander liegen. Also Spitze nach oben und dann schön gucken, dass die Nähte aufeinander liegen. Und dann messt ihr von der Spitze 2 cm ab und zieht hier einen Strich rüber und da wird auch genäht. Ich nehme jetzt ein Geodreieck, ich mache das mal in Ruhe, ohne Kamera davor und zeige euch gleich mal, wie ich das eingezeichnet habe. Das sieht so aus. Das mag jetzt etwas schief aussehen, weil die Nahtzugabe da einfach stört. Tatsächlich ist die Naht wirklich in der Mitte. Ich habe hier weiter oben eine Nadel durchgesteckt und geguckt, ob ich die andere Naht treffe. Und so soll es sein. Also 2 cm nach oben hier einen Strich quer machen und da wird einmal rüber genäht. Und das mache ich auch mit der anderen Ecke. Nahtzugabe zurückschneiden. Jetzt so aus. Da oben seht ihr die Öffnung der Tasche und hier unten den abgenähten Boden. Die Futterteile werden genauso genäht. Ihr legt sie rechts auf rechts zusammen. Die drei Seiten schließen und dann die beiden Bodenecken abnähen. Das ist meine Innentasche, die lege ich erstmal wieder zur Seite. Ihr braucht nochmal die Außentasche, die wendet ihr auf rechts. Und dann nehmt ihr einen eurer Träger, eurer Henkel. Und bringt die so da oben an, also legt die so an den oberen Rand an, dass die mit der Aufsatztasche abschließen. Könnt ihr sehen, ne? Natürlich darauf achten, dass er sich hier nicht verdreht. Jetzt drehe ich die Tasche um, nehme den zweiten Träger und lege den genau da an, wo mein erster auch ist. Und jetzt werden die innerhalb der Nahtzugabe mit einem am besten dreifachen Geradstich, wenn ihr den nicht habt, näht ihr einfach 2-3 Mal hin und her, festgenäht. Natürlich nur erstmal hier, dann da und dann da, dann da. Also ihr müsst natürlich das untere Teil der Tasche wegfalten und ihr näht innerhalb der Nahtzugabe, das heißt bei etwa 0,5 cm. Jetzt so aus. Die Außentasche ist immer noch auf rechts gedreht, die Innentasche auf links. Jetzt steckt ihr die Außentasche in die Innentasche. Die Träger verschwinden dabei zwischen den Stoffen. Und jetzt wird es zusammengesteckt. Ihr sucht euch die Nähte und steckt die zuerst zusammen und dann den Rest auch noch. Das sieht so aus und das passt natürlich auch genau, weil die Stoffe ja gleich groß waren. Ihr fangt irgendwo an, am besten zwischen zwei von den Henkeln. Fangt hier an, füßchenbreit, verriegeln, näht einmal drumherum, wieder über den zweiten Henkel da drüber, über die zweite Naht und verriegelt hier wieder. Ihr braucht eine Wendeöffnung von etwa 10 cm und das ist am besten eben zwischen den Henkeln.
dann ist sie schon fast fertig. Ich habe die Wände, die Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten, nur nicht an der Wendeöffnung. Da steht sie komplett. Jetzt könnt ihr die Tasche wenden. Jetzt wird das einmal gebügelt und zwar müsst ihr da richtig gut oder genau arbeiten, weil das nachher die Optik ja maßgeblich beeinflusst. Wirklich so, dass die Naht in der Mitte ist. Also rundherum schön bügeln, dass die Naht in der Mitte ist. An der Wendeöffnung die Nahtzugaben nach innen einschlagen und da auch schon mal festbügeln und auch ein bisschen stecken oder klammern, dann habt ihr es gleich einfacher. So, und jetzt noch einmal knappkantig, am besten das Tischchen wieder abbauen von der Nähmaschine, einmal knappkantig hier drumherum nähen. So, damit ist der Beutel dann fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr das einfalten könnt. Ihr dreht es auf die Rückseite, die Henkel liegen unten, dann wird werden erst oben und unten wird es eingefaltet und dann die Seiten. Und dann kann man es zur Hälfte legen und den Reißverschluss schließen. So, damit ist mein Beutel fertig. Ich hoffe, ihr findet ihn genauso schön und praktisch wie ich und näht euch auch ein und schickt mir dann ein Bild auf meine Facebook-Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.